Da ist die Mika. Michael Schäfer. Wir brauchen Leute an beiden Nachschubpositionen. Okay, und damit mal herzlich sehen, was willkommen. Sie dazu sagen. Lasst mich doch mal reden, jo, Mensch. So, ja, wir brauchen Leute an beiden Nachschubpositionen. Okay, das müssen wir jetzt. Dias hat eine Heilgranate, deshalb würde ich sagen, Dias werden wir jetzt mal nach auf links schicken. Verstanden. Okay, eigentlich Dias und Sid, die sind eigentlich richtig gute sittische Freunde geworden. Aber, okay, da, ich guck gerade wegen, tut mir leid, ich guck gerade auch wegen Kisten. Hier ist eine Kiste. Das war's schon, ne? Da ist eine Kiste. Oh, das sind sogar zwei seltene Kisten. Okay. Höre klar und deutlich. Aha. Ich würde sagen, wir nehmen Tron mit auf die linke Seite. Spreche auf. So, das heißt, die haben hier... Die haben einen guten Feuerschutz mit Tron. Sie... ist Scharfschützin. Ich sehe gerade, hier ist ja auch noch eine... Boah, das sind ja, hier sind ja nur seltene Kisten. Das Problem ist, die Klare lächeln die mich an, aber ich weiß natürlich, das sind Züge. Egal. Okay, wir machen das jetzt so. Ja, ich bin dran. Die geht jetzt über die Brücke. Was gar nicht so schlecht ist, damit kann diese beiden Nachschubdinger... Warte ab. ...beschützen. Und jetzt schicken wir mal hier hin. Das könnten wir eigentlich mit Jack auch machen. Ich bin gerade am überlegen, ob wir mit Jack vielleicht einfach auf Einsammeln gehen. Könnten wir eigentlich machen, ne? Dass wir mit Jack zumindest auf der rechten Seite schon mal die Kiste einsammeln. Kommt nur her, ihr Wichser. Spiel, hallo? Alles nicht so viel Sinn, wenn die von der Brücke kommen, ne? Aha. Geh mal hier hin. Ich höre zu. Wetburn, du Sid, du gehst mal hier hin. Aha. Mit dir machen wir das jetzt mal anders. Du deckst mal bitte den Bereich hier mit ab. Scanne jetzt. Dann los. Problem ist, macht doch bestimmt bei ihr mehr Sinn, wenn die jetzt auf offenem Feld steht, ne? Denke ich jetzt einfach mal. Flinke Finger. Wenn die Einheit ihr Ziel durch einen Schuss zu Boden bringt oder tötet, lädt sie nach. Okay, das brauchen wir jetzt erstmal gerade nicht. Aber sie kann natürlich die Brücke ganz halt gut deffen. Und Jackie Boy werden wir zur Kiste einfach. Erstmal zur Kiste manövrieren. Natürlich fehlt uns von Jack dann die Fähigkeiten. Aber egal. Vielleicht kriegen wir es jetzt erstmal so hin. Haltet die Stellung, Leute! Das hab sogar ich gespürt. Ja, gut. Wird auch langsam Zeit.
Okay. Tja, was machen wir mit Dios? Unterwegs. Pass mal auf, du kümmerst dich jetzt erstmal einfach darum, den hier oben kriegen wir. Okay. Verdammt, bin leer! Lade nach! Was? Au! Flucht! Okay, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Jackie Boy geht weiter jetzt einfach zur Kiste. Ich weiß, der wird gleich angegriffen. Das ist mir schon bewusst. Ich mache mal die Kopfhörer hier raus auf der Seite. Ich weiß, er wird gleich angegriffen, das ist mir bewusst, aber... Gehört uns! Sag mal, wie kannst du die... Kannst halt nur einen töten, ne? Ah, okay, egal, machen wir mal so. Werfe Granate! Feind am Boden! Spreche auf! Geh mal ein bisschen hin, ist okay. Geh mal ein bisschen hin. Okay. Goodie. Moody. Also die Brücke haben wir, denke ich mal, relativ schnell jetzt safe. Das ist kein Problem. Ja, ist nicht so schlimm. Ich weiß, dass Jack angegriffen wird. Das war mir schon von Anfang an bewusst. Dios, das ist auch klar von der Brücke. Oh, scheiße. Zeit, ein paar Maden zu schreddern. Okay, die Kriecher können ja, denke ich mal, die kommen jetzt von hier. Die können natürlich aber auch von hier kommen. Ey, das ist von hier unten eine absolut beschissene Position. Ey, muss ich echt mal sagen, man kann hier unten nie wirklich so deffen. Yep. Befehle? Löst eine gegnerische... Was für eine gegnerische... Reaktion. Achso, der hat hier. Machen wir mal bis hier hin. Ach, scheiße, 10% Wahrscheinlichkeit. Egal. Dann kill den hier unten. Feind am Boden. Warte ab. Okay, das heißt, wir können. Bin ganz Ohr. Wenn wir jetzt Jack. Ui! Okay. Aha. Ey, ich habe absolut keinen Plan, was wir hier mit Dios machen können, ne? Also allgemein die Leute, die die Punkte verteidigen müssen. Bereit. Boah, ich bin gerade am überlegen, ob sollen wir für den wirklich eine Granate opfern? Geht halt nie anders, ne? Wir müssen eine Granate. Ah, komm. Wir müssen eine Granate opfern. Das ist zwar total beschissen. Aber geht leider überhaupt nicht anders. Okay, sie. Schicken wir mal. Obwohl, jetzt. Die kommen natürlich jetzt von hier. Ob
Obwohl, soll sie lieber die Seite deffen? Obwohl, das müsste eigentlich... Pass mal auf. Okay. Die defft mal mit die Seite. Geht klar. So. Bestätigt. Okay. Hey, ich glaube, das so, keine Ahnung. Hier. Mit Dias können wir mal heilen. Der hat ja noch einen Punkt. Ne, jetzt war richtig Jack. Ist, muss ich sagen, ist wirklich anstrengend. Gerade. Vorwärts. Aber ist okay, geht erstmal auf Jack. Das ist, nicht dein Tag heute. Oh krass, das hat. Scheiße. Scheiße, Jack kann hier gar nicht weg, ne? Experte hier. Magazin ist völlig leer. Zurück im Geschäft. Jetzt ist die große Frage, ob wir ihn versuchen zu töten. Komm, wir versuchen ihn zu töten. Ja, okay, hat funktioniert. Das heißt, Jack kann jetzt weiter hovern. Mit Jack werden wir... wo warten hier oben nochmal die... Ach, bei Dias, ne, ist die letzte Kiste. Keine Kiste mehr. Wieso sind die Maps eigentlich so fucking groß? Obwohl wir die Größe gar nicht brauchen. Gut, dann kannst du, Jack, dann kannst du ruhig Richtung Dias gehen. Das ist okay. Hier ist echt nirgendwo mehr eine Kiste? Das ist nur noch die bei Dias? Kann ich mir kaum vorstellen, aber scheint wirklich so zu sein. Ich habe bestimmt 1000 Kisten jetzt schon übersehen. Das ist eine Leiter. Egal. Befehle? Okay, ich könnte mit ihr... Rücke ich versuch's. Aus. Vielleicht habe ich jetzt verkackt damit. Aber ich habe die Hoffnung... Nein! Nee, bringt nichts. Das ist sinnlos. 72, 64, 40. Okay, immerhin. Melde mich zum Dienst. Und niedergemacht! Ich kann mit Dias hier unten. Ich kann nie viel mit ihnen anfangen, ne? Können die ihn jetzt... Los geht's. Hier bringen und einfach just for the lols. Halte die Augen offen. So, warte mal. Er nimmt hier oben auf der Brücke jetzt erstmal die Kiste. Kleine Entschädigung. Komm bitte. Okay, scheiße, ne? Egal. Eingraben, da kommen sie. Vorwärts. Das passiert, wenn die im Kreis sind. Das ist ja... Oh, oh, oh. Show. Verstanden. Okay, sie wird jetzt definitiv gucken, dass er jetzt richtig geil eine Granate wirft.
Tja, sollen wir den hier mit? Machen wir das so? Würde ich sagen, ne? Granate raus! Und hab einen. Den gutsten. Was hat die nochmal? Was kann die? Flinke Finger, ne? An sich gar nicht so schlecht, aber irgendwie bringt das nichts, weil es kostet ein AP-Punkt. Also, damit verbrauche ich jetzt ein AP-Punkt. Deshalb machen wir so. Okay, sehr gut. Verdammte Scheiße, ich hab einen Lauf. Sehr schön. Munition geht aus. Nee, dann machen wir das erstmal. Nee, nee, Moment. Dann machen wir das erstmal anders. Auf Standby. Ich glaube, so ist es besser. Eine tote Made. Ha. Kann natürlich das hier abdecken, ne? Dann machen wir es mal so. An mir kommt niemand vorbei. Bereit. Decken wir mal das Gebiet hier ab. Und mit Jackie Boy werden wir weiter zu der Kiste hier machen. Und das reicht so. Hä? Gib die Kiste, Mann! Ist nicht so schlimm, dann nimmst du sie halt im nächsten Zug. Okay, ja, mit dir bleiben wir erstmal hier. Und mit ihr bleiben auch erstmal auf der Brückenseite hier. Als ob ich Augen bräuchte, um dich zu sehen. Obwohl. Okay, wo kommen die nächsten? Von da. Und dann kommen die anderen, denke ich mal, genau gegenüber von der anderen Seite. Fast geschafft! Weiter so! Na gut. Waffenexperte auf Standby. Okay, das heißt. Ich höre. Einsammeln. Wir machen das Klemmer ein bisschen anders. Wir werden gleich Jack hier runterstellen. Und Dias werden wir von da wegmanövrieren, weil wir brauchen Dias einfach. Weil ich kann wieder eigentlich nichts mit Dias hier unten anfangen. Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt. Für den Jack könnte ich mal heilen. Stim-Granate für 50 mache ich jetzt nicht. Schau, was können wir. Was soll der Geiz? Ja, mach einfach so. Ich halte die Augen offen. Bereit. Geh mal einfach mal auf Dias hier. Vielleicht bringt das ja was. Hab sie! Sammeln Verbündete im Umkreis von 8 Metern erhalten die Fähigkeit Blutsauger. Dadurch werden sie für 25. Ja, das bringt mir nichts, weil keine Verbündete in der Nähe sind leider. Das ist auch nicht schlecht, aber bringt mir jetzt auch nicht so viel gerade. Mach mal so. Ich höre. Das heißt, du kommst dann doch mit auf die Seite. Wow, echt jetzt? Überwache egal. Die Umgebung. Soll die da vorne erstmal bleiben? Ah, komm, wir lassen die da vorne erstmal. Weil die können ja da hinten die Treppe benutzen. Und wenn die da hinten die Treppe benutzen, können wir die noch ganz schnell umswitchen. Weil die werden die hier benutzen, ne? Aha. Guck mal, da brauchen wir eh jetzt auf der Seite Scharfschützen. Oder eine. Wir haben ja nur eine. Hehe. Oh. Mischen wir sie auf. Yep. Okay, Jack lassen wir jetzt hier rein. Los.
Wir brauchen halt eigentlich Dias langsam, ne? Ja. Moment, warte mal. Also. Tron brauchen wir auf der Seite, definitiv. Na komm, ich bin bereit. Wie viel hast denn du? 48, 46. Okay, du deckst auch mal hier so mit ab. Halte Ausschau. Mir ist gerade mal so eingefallen, ne? Wir haben keine Granate, wir können das Loch nicht schließen. Vielen Dank, Jack. Aha. Hier. Pass mal auf, Dias schicken wir jetzt mal erstmal hier hin. Mach mal hier Feuerschutz. Ich habe in 4 Runden mit ihr erstmal eine Granate wieder. Das ist lucky an, aber vielleicht kriegen wir das hin. Machen wir mal so, wir versuchen es mal. Vielleicht kriegen wir einen tot. Also das Loch kriegen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht so schnell zu. Da, Ausgangsloch. Kommt davon. Okay, das war okay. Außer Betrieb. Das war gar nicht so schlecht. Ich sehe dich. Munition, das hält hier aus. Auf der Seite definitiv auf. Da brauchen wir gar keine Angst haben. Netter Versuch. Ja, hier brauchen wir auf der Seite brauchen wir gar keine. Also hier ohne Probleme. Ich brauch mal Munition. Okay, vom Loch brauchen wir vielleicht auch gar nicht so eine Angst haben. Also das macht die sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich sehe sie. Zwei Nachschub. Auf der anderen Seite nur noch ein Nachschub. Das heißt, wir. Ach stimmt, wir haben ja jetzt gewonnen. Wisst ihr, was ich mich jetzt frage? Hätte man das schaffen können, den kompletten Nachschub zu bekommen? Aber wir haben die Nebenmission, das ist sehr schön. Boah, das hätte mich jetzt mal wirklich interessiert, ob man das geschafft hätte. Ich überlege gerade, hätte man das von den Zügen her geschafft? Doch, ich glaube schon, das hätte man machen können. So. Dann gucken wir doch mal Schönes. Da öffnen wir erstmal die Kistelein. Okay. Lebenspunkt ist auch nicht so schlecht. Kritische Trefferschaden ist auch. Können wir Tron geben. Das ist vielleicht auch gar nicht so blöde. Das war ja gar nicht so blöde. Okay. Okay, in 15 Zügen. Das ist dann in der nächsten Mission. Aber wir gucken jetzt natürlich erst einmal. Also, den lieben Dias. Pass mal auf, wir können ihnen den Helm geben. Diese Einheit erhält einen Bonus von 20%. Ja.
Die 10%, ich glaube, die 10% reichen Dias schon. Ich glaube, die 10% sind für Dias schon ganz okay. Ihr wisst ganz genau, nee, wem ich das. Ach, kann der keinen Helm? Doch, der kann doch einen Helm tragen. Ja, also wir geben ihnen Helm, machen natürlich Helmansicht aus, weil gefällt mir nicht, sehen irgendwie doof aus. Okay. So. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt auf ihn. Mit Feuerschutz 40% weniger Schaden gegen diese Einheit. Brauchen wir das für ihn? Das wäre zum Beispiel wieder was ganz was Sinnvolles für Dias, würde ich sogar. Brauchen wir auch nicht unbedingt bei ihm. Macht aber auch nicht so viel Sinn. Ah, es ist gerade echt. Also die beiden machen eigentlich auf ihn absolut keinen Sinn. Sollen wir auf das gehen? Mit ihnen spiele ich ja eher so passiv, ne? Mit ihnen versuche ich ja eher von Distanz und ich gehe ja selber mit ihnen lieber auf Feuerschutz. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, ihnen die Rüstung zu geben. Oder wir geben ihn jetzt einfach pass mal auf, wir geben ihn einfach jetzt die seltene Rüstung. Okay. Wenn diese Einheit in Deckung und nicht flankiert ist, erhält sie 7% auf... Ja, okay. Die Abklingzeit der Fähigkeiten, Spielergranate und Stim. Das wäre vielleicht nicht so schlecht, aber das würde ich dann auch vielleicht eher. Jawohl, der. Komm, geben wir ihn mal. Okay, Fähigkeiten. Anker. Wenn diese Einheit einen Stapel verankert, der Effekt kann bis zu dreimal gestapelt werden. Einheit mit diesem Effekt verankert erhalten. Oh ja. Oh ja, komm. Können wir auf 5%, also auf 5 Stapel erhöhen. Das ist ganz gut. Das machen wir doch. Ja, hinrichten, ne? Das, ja. Oh, das ist auch nicht schlecht. Komm, das machen wir. Okay. Ja, Kim, muss ich ganz ehrlich sagen, die will ich jetzt gar nicht verbessern. Ah, das war's ja schon, sehe ich gerade, ne? Ne, da gebe ich keine Stim. Das bringt bei auf ihr halt auch nichts. Gegner verursachen mit Feuerschutz 40% weniger Schaden gegen diese eine. Die ist halt kaum an der Front und sie wird halt selten dazu kommen, dass sie von Feuerschutz attackiert wird. Ich glaube, das würde ich sogar wirklich Dias geben wollen. Ich glaube, das. Ich glaube, wir geben ihr das. Obwohl das halt keine seltene Rüstung ist, weil hier kriegen wir halt noch Ausweichen nochmal 7%. Also auf 7% wird es gesteigert. Und hier würden wir halt noch Lebenspunkte, aber ich glaube... Nee, wir lassen das immer so. So können wir auch mitleben.
Das bringt mir auch nichts. Ich gebe ihr. Hä? Akku. Gib ihr einfach die. Aus, kriegt sie auf Ausweichen, kriegt sie 10%. Das ist ganz okay. Dann gehen wir nochmal zu Dias. Weil Dias möchte ich gerne. Was war denn das? Das war Rüstungsteil, ne? Na gut, wird aber dann mit der Rüstung wieder. Na gut, er hat. Na gut, hier kriegt er 20 Lebenspunkte. Aber Ausweichen ist halt auch wieder auf. Dann 0%. Aber kriegt halt 20 Lebenspunkte plus den Effekt, ne? Und ich muss niesen. Tut mir leid. Oh, es tut mir sorry. Doch, mach mal. Wir geben ihnen die Rüstung. So, Stiefel. Schadensreduktion, 10%. Das lasse ich bei ihnen. Die Schadensreduktion, die finde ich gar nicht mal so schlecht auf ihn. Oh, haben wir noch einen Helm? Den haben wir noch. Ja. Okay. Und die seltene Rüstung haben wir noch. Ja gut, wir haben jetzt nur noch die Rüstung mit dem Effekt. Oh, die Lebenspunkte aber, ne? Der hat ja schon eine seltene an. Sind halt nur 30 Lebenspunkte, aber 30 Lebenspunkte sind 30 Lebenspunkte, ne? Oh, das ist echt schwierig jetzt gerade. Aber er hat natürlich hier mit der Rüstung gar keine Effekte. Mit der Rüstung kriegt man natürlich 40% von einer Fähigkeit, ne? Also Wahrscheinlichkeit, dass eine Fähigkeit um 2 Züge verkürzt wird. Da bin ich halt gerade am Überlegen. Aber gut, Ausweichen ist dann wieder auf 7%. Komm, wir geben ihnen die Rüstung. Und Schuhe. Ne, ihr kriegt auch wieder nur. Ja gut. Nee, okay. Gut, dann können wir ja mal ganz kurz doch nochmal bei Kim gucken. Was hatten die Kim? Ah, für die Kim gibt es ein. Ja, machen wir drauf. Genauigkeit. Ja, was. Also Munition. Okay, die hat Munition jetzt eins dazu bekommen. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin mega gespannt auf die nächste Mission. Müssen wir mindestens, können wir nochmal gucken, mindestens 15 Züge schaffen, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.